Die Winsener Höhle ist die einzige mit dem Boot befahrbare Wasserhöhle in Deutschland. Wir befinden uns hier in der großen Halle, dem geräumigsten Teil der Schauhöhle. Genießen Sie hier die aufrechte Sitzhaltung, die wird sich im Verlauf der Fahrt stark verändern. Links unten die tiefste Wassertiefe der Schauhöhle, eine Wassertiefe von 3 Metern. Luft- und Wassertemperatur sind sommers wie winters immer 8 Grad. Gerne dürfte ich hier mal kurz ins Wasser fassen, um die Temperatur zu überprüfen. Bei der Weiterfahrt bitte ich Sie, die Hände im Boot zu lassen. Hier oben sehen Sie unseren Höhlengrafen. Er hat die Aufgabe, die Höhle zu beschützen und vor allem Deutschlands einzigen Wasserkreisverkehr zu regulieren. Wenn wir mit beiden Booten unterwegs sind, ist das die einzige Stelle, wo wir aneinander vorbeifahren können. Das heißt, ich muss warten, bis das ausfahrende Boot an mir vorbeifährt. Die Winsener Höhle ist 1,5 Millionen Jahre alt und etwas inkontinent. Sie tröpfelt. Dabei ist die Winsener Höhle die jüngste Höhle auf der Schwäbischen Alb. Wir haben über 3000 Höhlen hier verzeichnet und davon sind welche über 20 Millionen Jahre. Über unseren Köpfen befinden sich 15 Meter Felsgestein. Höhling. Schauen Sie nach oben in den Schacht. Das ist allerdings kein Notausstieg. Der endet nach ein paar Metern. So, jetzt sind wir an der engsten Stelle angelangt. Jetzt müssen Sie sich noch mal sehr stark verbiegen. So, ich muss Sie leider hier verlassen. Ich muss meine Pausen einhalten. Okay. So, wir sind jetzt 70 Meter in die Höhle eingefahren. Hier endet leider die Bootsfahrt. Hier geht es nur tauchend weiter. Sie finden Ihre Tauchausrüstung unter der Bank. Hier oben sieht man nochmal wunderbare Lampenflora. Die führen dazu, dass immer kleine Spinnenweben, die fangen die Feuchtigkeit auf, es bilden sich kleine Wasserperlen. Sieht aus wie Brillanten. Auf der linken Seite. Bei der Ausfahrt bitte noch mal tiefer neigen. Ich sage euch draußen warum. Da ihr euch so schön von mir verneigt habt, möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ihnen einen schönen Tag wünschen und ich hoffe, die Fahrt hat ein bisschen Spaß gemacht. Danke schön.